Herzlich willkommen bei Lehrer zockt mit Cisket Divinity. So ist es. Ja, wir müssen jetzt in eine Höhle. Als nächstes. In eine. In diese. Random. Diese eine hier. Und da gucken wir mal, was da drin ist. 450 XP sind da drin. Tada! Ganz kurz eben, also ich bräuchte noch 6.645. Der Jahan Also noch 5.105 bis zur nächsten. 6.700 brauche ich. Kriegen wir die denn jetzt her? Wie viel brauchst du? 6.100 nur noch? Also der Dahan braucht 5.100 und ich brauche 6.645. Ah, okay. Differenz zwischen uns beiden ist nicht so hoch. Nee. Madora müsste aber auch Madora aber früher auch über leveln, ne? 7.000 jetzt. Die ist doch Ach einmal ja, stimmt, gestorben. weil die einmal gestorben ist, genau. Ja. So, hier sind auch schon die ersten Bauern. Ich vergesse irgendwie immer alles. Am besten nehmen wir Finally, alle you've come. Folgen am Stück auf. Ja. Wait. So, Where's Alice? Visco ist das. Diana. You're not one of the Fabulous Five. Ja, die suchen nach diesem You're Fabulous too late, Five, wo ich Jill. gesagt habe, da Oh, machen wir this nicht damned mit. automaton. It'll kill us Ja, all. hättest du mal gesagt, wir machen mit. Aber ich habe ja Salada verloren. Die Ja. Argumentation zwischen uns beiden. Ja, ist auch besser so. Siehst du, das war's, wir sind tot. Er redet von Ahus Maschine. Ich frage jetzt erstmal, der soll mir was erzählen. I'm just a farmer down on this Er ist ein land. Bauer, sage ich The doch. Fabulous Five. Ha. They promised me adventure and riches. But what lurks here? It is certain death. They Warte mal, tricked die us. We'll never Fantastischen survive. Fünf haben einen Bauern dahin geschickt? Ja, die haben gesagt, die versprachen Abenteuer und Reichtümer. Aber hier ist der Tod, sagt er. Ja. Ja gut, aber wir sind ja keine Bauern, ne? Wir sind ja Source Hunter. Ja, hier Fabulous. sollen wir Ha! jetzt über die Fantastischen Fünf was Fabulously sagen. lying. Cheating dogs is what they Wir are. sagen, die Fabulous Innocently, Five my mates sind just came to deal lügende, with what was betrügende supposed to be Hunde. an erratic little Tollt beast ja. wizardry, Gut, dass ich but gewonnen turned habe. out to be a real killer, a Ja, murderous selbst machine. wenn. What did they expect Wir from sind nicht so us? I hilflos wie never held a Bauern. sword before in my life. They said Da they'd be werden wir right gleich behind us, feststellen. show us the ropes, but they never showed, and now look at us. Du We are kannst either jetzt nicht dead or ernsthaft gegen dying. dieses Ding antreten wollen. Wir liegen im Sterben oder sind bereits tot, sagt er. Ja, Oh, auf please, jeden I Fall implore müssen you. wir. Okay, wir If you auch, can wenn wir das save jetzt my machen. friends. They're still there in the dark, desperately trying to make a stand against that beast's Damit habe steel. ich mir jetzt offiziell komplett widersprochen. Ja, also die Fragen sind jetzt nach unserer Hilfe natürlich. Was wissen die über Too Ahu? much. Some Nicht kind of viel. wizard, isn't he? You look like a Bla. veteran warrior, if ever. Wir sollen ihnen helfen, diese Maschine zu besiegen. Also zusammengefasst, bla. Genau, aber die ist da unten. Und gucken wir uns mal an. Aber nicht viel. Wir gehen jetzt nicht so weit. Da ist sie nämlich. Ich bleib hier stehen. Stufe 6, Stufe 6. Wir sind noch Stufe 5. Sind alle schon Stufe 6. Ja. Es sind aber nicht Du? viele. Ja, trotzdem. Ahu Funkensprüher 5000 heißt das Ding, genau. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu Ahu. Mach mal, ne? So, da sind wir auch schon bei Ahu. Ja, wir müssen den jetzt. Nee. Wo kannst du dem aber viele Fragen stellen? Ja, ich rede mal mit der Teleporter-Pyramide. I'd never. If you must know, I was Ach, merely der checking up on wollte. Ahu ist ein Spanner? Nein, der Maxine. wollte die Katze sehen, weil er selber eine What a Katze ist. delight she is. Ja, The trotzdem Spanner. temperament of a Ja, tiger, ja. the grace of a leopard and the manners of a lady all by all means. Vielleicht, Vielleicht, lass uns das Thema wechseln. Of course, I can reset. I see. It ich took hau him jetzt einfach how and irgendwas, why he hau jetzt came to hier be there, no durch. one knows. I know his body seemed straight, and yet I don't know quite what to make of this news. But certainly, what would you like to know? Oh, my dear, Hau to mal my alles good, durch. but such to be Alles Hatten wir durch. doch alles Horses schon, oder handy to nicht? speak in more than meows. Oh, that I'm my own wizard, you know. And what might those be? Ja, jemand hat eines eurer fehlgeschlagenen Experimente erwähnt. Ja, das ist es. One of them failed. Who is the mongrel that dares to question my engineering Ja, er ist expertise? natürlich jetzt, I take it the mutt in weil er der question Beste was ist, natürlich referring to the irgendwie, Spark naja, Master sagen wir 5. mal ein Er ist Wort. im Stolz getroffen. So. It just became
Well, it became self-aware. Frightfully annoying when that happens. Ja, diese Maschine soll ein Bewusstsein haben jetzt. You know what? Here's the remote access device, so, genau. Which I use to control. Jetzt kriegen wir die Fernbedienung. There's a manual for that somewhere around here too. Yours, if you can find it. I really should invite Victoria one of these Ach, jetzt will er den Ork so einladen, um beim Aufräumen zu helfen. Ja, jetzt haben wir die Fernbedienung gekriegt. Ja, ich hab sie. Die müssen wir dann im Kampf benutzen. Ja gut, ich wiederhole jetzt trotzdem nochmal meine Bedenken, jetzt in diesen Kampf zu gehen, weil ich einfach glaube, dass das im Hardcore-Modus unklug ist, vor allen Dingen, weil die eine Stufe höher sind als wir. Ja, warte, ich gehe nochmal hier ein bisschen. Ich gehe da runter, wenn du da klauen gehst, vergiss es. Ich bin weg. Hey, hey. So, aber hier, leere Schriftrolle ist doch super. Schriftrolle der Eismauer ist auch gut. Eigentlich müsstest du bei dem Game immer einen Schurken spielen. Ja, aber das sind so Reichtümer, die kann ich nicht liegen lassen, ey. Ja, das ist halt irgendwie... Das ist immer der Langfinger. Genau, die müssen wir mitnehmen, die brauchen wir nachher. What's that gleam? Schriftrolle des magischen Aufschließens, genau, die brauchen wir auch. Ich glaube, ich die einzige, die es gibt... Oh cool, leere Schriftrolle der Erde, nehmen wir auch mal mit. Ich warte draußen. Jojo. Ahu ist ja eine weiße Katze, ne? Ja. Ja, ist eine weiße Katze. Findest du weiße Katzen? Ganz toll. Was ist denn? Ich finde das schöner, wenn die noch eine weitere Farbe mit dabei haben. Ja, ich weiß. Gut. Ach, den Rest brauchen wir jetzt hier nicht. Okay. Ja. Nicht, dass ganz weiße Katzen nicht total fein sein könnten, ne? Nicht missverstehen. Ja, ja, schon klar. Okay. Ja, wir organisieren uns. Gucken mal, ob wir noch ein paar XP irgendwo abstauben können. Moin. So. Gut, dann versuchen wir uns mal ein paar XP zu erschleichen. Genau, hier ist dieser Bettler, ne? Genau, der möchte jetzt Münzen haben. Soll ich dem jetzt einfach 10 Goldstücke geben, ja? Genau, 10 Goldstücke, super. May the soul of Astartes smile upon you, kind stranger. Dann frag ihn mal, lass ihn mal erzählen, ja. Oh, I am a happy man, and certainly a humble one now. It turns out, losing it all has its own share of benefits. Okay, also er sagt, er sei ein glücklicher Mann und es hätte auch Vorteile, wenn man alles verloren hätte. Ah, fragen wir mal, wie er alles verloren hat. Once was I, and ever seeking greater satisfaction than that which I Ach, sieh mal einer an, der hat auf In die Wächterstatuen gehört. Die haben wir doch ganz am Anfang Their des Games ruined any small am Strand auch gesehen, oder nicht? Ja, nee, wir haben die Statue nicht gesehen. Wir haben von der Geschichte gelesen, der da von den Klippen gesprungen ist, ja. Stimmt, so war das. Ich frage ihn mal noch, was er mir von diesen Statuen noch sagen kann. I'd heard they were not to be trusted, that they gave fools advice to the fools who sought them, but somehow I believed that I was the exception. Ja. Also er ist drauf reingefallen, obwohl man eigentlich weiß, dass die einen zum Narren halten. They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possessions, all my worldly possessions, and became a great figure of piety and humility. Ja gut, das heißt, er hat dann also freiwillig all seine Besitztümer hergegeben. Fire, the most thorough cleanser, was my method. Mm-hmm. But as my house burned in front of me, I felt no elevation, no piety. Er hat sein eigenes Haus angezündet. Ja, ist halt ein Idiot, ne? Hier ist das übrigens. Reicht das jetzt, so muss ich ihm nur mehr Gold geben? Nö, du musst ihm nicht noch mehr Gold geben. Alles klar. Ach, wir waren noch gar nicht in diesem Haus hier. Fällt mir ein. War da irgendwas übersehen? Oh, wir wollen miteinander reden. Dann reden wir noch kurz. So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Das ist Quatsch.
Since when is poverty a prerequisite of spirituality? Can you spare a coin? Ja, ich geb dir recht. Das ist alles Blödsinn. Right. I'm not going to throw my things on a pyre in the hope that the stench of my burning trousers will please an ill-defined spirit. Ja. Sehr materialistisch jetzt. Absolut. Nein, ich will keine Granate schmeißen. Ja, wir sind gerade dabei, hier die Gräber alle auszuheben und haben jetzt hier in Stufe 8 Dave ausgegraben. Leichenfledderei, ole. Aber das ist nur ein Gegner und jetzt haben wir auch noch den Hund mit reingezogen. Der Arme. Ja. Ja, aber den Kampf ersparen wir euch, das ist wirklich langweilig. Ja, hier haben wir noch einen Geist ausgegraben. Nimris heißt er. Er ist irgendwie so ein Philosoph, ne? Ihr seid Autor? I've written so many celebrated treatises, but of course you have read and revered the philosophy. Da sagt jetzt die Philosophie des Todes gelesen. Haben wir aber, glaube ich, nicht, ne? Nee. Nee, der hat die gelesen. Ah, und testet mich, ja. Er sagt, wir sollen auf jeden Fall sein Buch lesen. Ja, dann müssen wir uns das erstmal besorgen. Ja, ja. So, das ist jetzt auch eine Quest, glaube ich. Genau. Hier ist übrigens noch ein Grab. Und da hinten auch. Ja, das da darf man nicht, hier bei der Siva darf man nicht aufmachen. Weil da liegt natürlich das Kind und dann wird Siva böse. Okay, gucken wir mal nach, ein Stückchen weiter. Ja, hier hinten ist noch ein Kampf gegen Helen. Aber auch den ersparen wir euch. Wir wollen nur sagen, die geben ordentlich XP Stufe 8, 1500 Punkte. Ja, diese Helen hat ein Büffelamulett gedroppt. Dieses hier. Mal schauen, was man damit später so treiben kann. Vielleicht verkaufen wir es auch einfach. So, wir haben hier nämlich unter Sicy noch was übersehen, und zwar diese Treppe. Kann man jetzt benutzen. Ah, da ist ein Schlüssel. Ha. Hier ist ein Schlüssel. Den nehme ich mal eben mit. Zack. Und zwar hier. Oh, gut, dass du es siehst. Ich entkoppel mich mal eben von Madoran. Bewege ich mich keinen Millimeter. Ja, ich muss da jetzt. Nee, warte, warte. Ich versuche es. Warte. Nein, ich will die bewegen. So. Soll ich dich mit den Jahren irgendwo hin porten? Oh, 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 das war dumm. Warte mal, ich muss die ein bisschen wegpacken. Ja, warte. Ja, heil mich mal. Ja. Warte, bis du nicht mehr vergiftet bist. Nein, doch, heil mich jetzt. Ich gehe da wieder rein. Warum lässt du mich denn das Gift nicht wegmachen? Wieso kann ich die Scheiße nicht hier. So. Ja, mach doch das Gift weg. Geht halt nicht. So, also da können wir nicht drüber gehen. Jetzt ist die Frage. Meinte das Gift auf dem Boden? Ja. Ich glaube, die Fallen sind gar nicht so wild hier. Die schießen jetzt so durch die Gegend. Ja, versuch mich mal drüber zu teleportieren. Sweet relief. Soweit es geht? Nee, einfach nur darüber. Über diese Platte. Kannst du es hin? Nee, bleib mal da stehen. Und Schritt rein. Hand dich bis zu dem Hebel da. Bis kurz vor dem Hebel. Ja, mach. Aber das ist doof, weil da muss ich. Ist egal, mach einfach. Teleportiere mich einfach so, dass ich da nicht drüber laufen muss. Ja, du wirst ein bisschen laufen müssen. Trau dich. Kann dich bis hierhin porten. Ja, ist ja egal. So.
haben wir denn hier? Eine Robe. Ach, Stufe 2. Alles in Arsch. Ja gut, das ist egal, dass ich das mache. Da kann ich nur den... Da ist ja noch eine Tür, ne? Da nicht noch hin? Ein Stufe 6 Schwert. Das gebe ich schon mal der Madora. Vielleicht hilft das. Schriftrolle der Unsichtbarkeit, auch nicht schlecht. Ja, durch die Tür komme ich jetzt durch. Oh, ich habe wieder eine Falle ausgelöst. Ist aber nicht schlimm. Und die kann man jetzt hier, glaube ich, ausmachen. Ja. Oh nein, da ist wieder Gift. Ach, warte mal, ich komme zu dir. Kannst du mich heilen? Warte. Danke. Vielleicht kannst du das ja mal zum Regnen bringen. Dann. Ja, ich bin dabei. So, jetzt die nächste Falle. Alles halb so wild hier drin. So, jetzt noch ein Schlüssel. Alles gut. Ist nur für 2 Runden, glaube ich. Danach kann ich den, glaube ich, nehmen. Eisenbarren sind auch gut. So, jetzt müsste es aus sein. Oh, hol eine Granate, nehmen wir auch noch mit. Ja, hier muss man nur ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man ein bisschen unterstufiger ist. Genau. Ich glaube, das Tagebuch ist egal. Hammer ist auch egal, aber Eisennetz nehmen wir mit, ist cool. So, also dann kommst du da irgendwie raus, ne? Wo bist du jetzt rausgekommen? Oben in dem Haus. Du kannst dich jetzt zu mir teleportieren. Madora? Ja, die holen wir gleich. So, und hier kommt man hier in dieses Haus rein. Von da unten kann man hier ein bisschen looten. Einmal für dich zum Identifizieren. Gern. Und dann haben wir hier ein Fähigkeitsbuch des göttlichen Lichts. Das ist natürlich auch geil. Ja, das ist Stufe 3, ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so geil. Ja, hier hätte man vorher hingehen müssen. Genau. Und hier kann man, glaube ich, die Tür mit aufmachen. Ja, perfekt. Aber hier hinter ist eine Schmiede. Das wird jetzt mehr oder weniger unsere Basis, weil hier kann man schmelzen, schleifen und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht sollten wir das gleich auch mal machen. Okay, wollten wir uns aber euch nochmal zeigen. So, ich habe jetzt mal der Bear Daughter Schmieden 2 beigebracht und ich versuche jetzt mal das Schwert der Madora zu schleifen. 71 bis 92 Schaden macht es. Das hat geklappt. Jetzt macht es 77 bis 99. Ist schon ein bisschen besser. Sehr gut. Und das Schild, das kann man eigentlich hier mit verbessern. Aber ich weiß nicht. 9% blocken, ne? Ne, es hat nicht geklappt. Vielleicht ist die Schmiedenfähigkeit noch zu gering. Ah, kommen wir nochmal kurz. Ah, doch, jetzt. Hat aber nichts gebracht, ne? Ne. Okay, nicht so wild. Muss man ausprobieren. So, Philosophie des Todes liegt hier. Das könnte man jetzt lesen. Und, oder ich nehme es mit. So, und dann müssen wir irgendwie damit den... Ach, dieses blöde Dings, diese Quest machen. Okay, gehen wir mal zurück. Zu dem Geist. Ja. Philosophie des Todes. Genau, Philosophie des Todes. Ich rede jetzt mit dem. Mal versuchen wir über das Buch den auszustechen oder was, ne? Ja.
So, testet mich. Versuchen wir es mal. Jetzt müssen wir beweisen, dass wir die Philosophie des Todes gelesen haben. Ja, das bin ich. Then we shall proceed to test between life and death. Death is the greater force. So argues the clergyman. Is he correct? Also er sagt jetzt, zwischen Leben und Tod ist der Tod die größere Kraft, behauptet der Geistliche. Hat er recht? Wieso bin ich jetzt mit in dem Dialog? Ich habe das noch nicht mal gelesen. Oh ja, klasse. Ah! Boah, ist ja, das schlecht. Also, ich habe gerade noch gelesen, dass ein Priester sagt, dass der Tod größer als das Leben sein soll. Okay, dann sagen wir in der Tat, oder was? Oh Gott. Ja, indeed he is. Competence Place. Competence Place, die Frau hat nicht gelesen. Gut, ich war ein bisschen schnell. Was ziehst du mich denn mit in deinen blöden... Das geht automatisch. Dialog hier rein. Quite so. Let us proceed. Oh, bist du schon getötet? Geh jetzt gerade mal weg von dir. Ja, du kannst ja mal lesen. Ich flüchte erstmal. So. So, das nächste ist hier. So. Ja. Das Leben ist das Ziel des Lebens selbst. Die Frage, die ihr eigene Antwort ist. Gut, jetzt bin ich frei von allen Sorgen, nicht wahr? Jetzt warte. Also der Tod ist größer als das Leben, hatten wir gerade geklärt, ne? Ja. Denn mit dem Tod kommt der gerechte Lohn der Götter. Doch wenn dies wahr ist, wird die Frage, ob dieser Lohn im Trost des Himmels oder in den Qualen der Hölle besteht, zu Lebzeiten entschieden. Das Leben ist also viel größer als der Tod, denn hier fällt die Entscheidung. Oh Mist. Und was ist mit jenen, die sich aus den Göttern nichts machen, die das Leben nach dem Tod und die Existenz der Götter in Frage stellen? Man sagt, das Ziel des Lebens bestehe im Leben selbst. Eine weise Ansicht, die ich teile und die selbst Priester beherzigen sollten. Doch wie oft werden diese Verfechter des Lebens von Zweifeln heimgesucht? Wie häufig schleicht sich die Angst mit den Schatten heran? So groß wird das Grauen, dass der Tod größer und stärker wird als das Leben. Vergesst die Verheißungen der Götter und trotz was bist du jetzt im dritten oder was? Keine Ahnung. Abschnitte, sind dieses Buch unterteilt in Abschnitte. Das Buch hat mehr als 3 Abschnitte. Es hat 5 Abschnitte, das Buch. Das Leben ist das Ziel des Lebens selbst. Die Frage, die ihr eigene Antwort ist. Okay. Jetzt bin ich frei von allen Sorgen, nicht wahr? Man sagt, das Ziel des Lebens bestehe im Leben selbst. Eine weise Ansicht, die ich teile und die selbst Priester beherzigen sollten. Doch wie oft werden diese Verfechter des Lebens von Zweifeln heimgesucht? Also ist es nicht sorgenfrei. Gut. Rest in peace, darling. Nicht ganz, nein. Last query. Boldly do I scorn ich verachte die Fesseln von Glauben und Angst. Ich nenne den Tod und das Leben ein und dasselbe. Ist das meine Erlösung oder mein Untergang? Vergesst die Verheißungen der Götter und trotz der Angst vor dem Untergang. Denn nur wenn Leben und Tod ebenbürtig werden, kann die Philosophie des Todes zu einer des Lebens werden. Der Tod facht den Glauben und die Angst an, doch nur dann, wenn ihr es zulasst. Wenn ihr ihm in die Augen blicken könnt, in dem Wissen, dass er der Herr über das Sein und über das Ende ist, und ihr weder das eine noch das andere fürchtet, dann habt ihr die Gestade der Weisheit erreicht. Ist das jetzt eine Lösung oder der Untergang? Ist beides. Nee, ich muss eins wählen. Dann lesen wir nochmal. Vergesst die Verheißungen der Götter und trotz der Angst vor dem Untergang, denn nur wenn Leben und Tod ebenbürtig werden, kann die Philosophie des Todes zu einer des Lebens werden. Der Tod facht den Glauben und die Angst an, doch nur dann, wenn ihr es zulasst. Wenn ihr ihm in die Augen blicken könnt, in dem Wissen, dass er der Herr über das Sein, über das Ende ist, und ihr weder das eine noch das andere fürchtet, dann habt ihr die Gestade der Weisheit. Ja, das ist ein Untergang. Aber durch den Untergang
Darling. Ist das nicht die Erlösung? Was? Ja, keine Ahnung. Kannst du mir das mal vorlesen, was du da jetzt beantworten sollst? Eure Danke. Erlösung, euer Untergang. Die eure Erlösung, das euer ist, Untergang. Das ist die Antwort, die ich geben kann. Die letzte Frage. Ich verachte die Fesseln von Glauben und Angst. Ich nenne den Tod und das Leben ein und dasselbe. Hm? Ist dies meine Erlösung oder mein Untergang? Dann müsste es die Erlösung sein. Ja, sag ich doch. Aber da wir die erste Frage falsch gemacht haben, wirst du jetzt sterben. Nein. Since forgotten to couple, let alone put into action. And the fourth shall not go unpunished. Oh, wir haben die Quest verkackt. Oh, oh. Kampf. Ja, ich komme ja schon. Dann können wir ihn wenigstens killen, ey. Was hat er denn für ein Lab? Ich hab's den gekrittet. Maror klärt. Sahan hat ein Level gemacht. Ach, der hat noch zwei These und Antithese. Drei und Synthese. Was haben die denn für ein Level? Stufe 5, die sind genauso gut wie wir. The spirits of winter smile with me. Mein Gott. Da haben wir ein richtig Kompetenzteam. Naja. Na guck mal, die greift 13 Schaden. Boah. Die haut rein. Boah. Übrigens, der Hund hier, der Murphy, ist gestorben, weil er Dave den Flak gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du noch erklären musst, wer Dave ist. Ja, das sieht man, weil ich da mit der Maus drüber gehe. Okay. So, Madora ist dran, ne? Ja, Jahan hat eine andere Rüstung, dadurch hat er eine Initiative verloren. Oh, er hat gesessen. Jupp. Yep. Ist er fast kaputt? Ja, ich kann ihn jetzt aber nicht töten. Ehrlich. Your turn. Du darfst ihn killen. Ach, der ist jetzt auch noch dran. Der kann ich nicht. Ah doch, nee. Da muss der jetzt gleich angreifen. Doch, du hast den doch getötet. Na gut, aber der gibt leider keine XP. Schade. Ja, es fehlt nicht mehr viel XP. Ich glaube, den habe ich versemmelt, kann das? Ja, sah nicht so aus, als hätte das Schaden gemacht. Oh, das war schon wieder ein Crit. Gott, das ist ein langweiliger Kampf. Alter, was laufen die langsam? Ja. Ja, auf der Suche nach XP haben wir hier zwei lustige Skelette. Ängstliche Skelette. Wir kämpfen nicht gegen die. Das waren Legionäre, die zur Kirche geschickt worden sind. Goings on at that very church for why Livia and I had strapped in our bones instead of. Ja, die sind immer noch in den Knochen gefangen. Geh nicht so weit. Fühlt sich sonst ein Kampf aus? Weiß ich nicht.
Ja, wir müssen dem jetzt, glaube ich, Oh ja, doch, das hat Punkte gegeben. Ja, nice. 415. Im nächsten Level. Ja, die Sachen einfach nur in der Kirche und sowas, alles ganz schlimm. Ghule. Was geschah mit dem Rest des Regiments? Also sind die da in der Kirche getötet worden? Ich habe noch nie so vor einer Hitze gespürt. Ja, die sind jetzt, ja, die sind halt getötet worden. Oh ja, da ist einer. Der ist, glaube ich, Stufe 8. Den können wir vielleicht noch killen, ja. Einen davon. Und dann haben wir die XP, glaube ich. Da habe ich schon gelootet. Ja, so, hier ist... Oh ne, hier sind zwei. Nicht so weit gehen, nicht so weit gehen. Zwei Stufe 8. Ich guck noch mal eben. Eins, zwei, drei. Bogenschütze. Bogenschütze. Bogenschütze, ja, da musst du die musst du ran porten. Bist du dir sicher, dass ich das tun soll? Ja, schauen wir mal. Aber nicht mehr jetzt. Jetzt ist die Folge vorbei. Und wir sehen, mal gucken, ob wir noch eine Stufe machen können hier mit einem dieser Kills. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.